Glück auf, ihr Lieben. Ja, willkommen zurück. Heute erforschen wir weiter Geheimnisse der flachen Erde und ihre Verbindung zum Mond. Thema heute: Pangäa auf dem Mond. Ja, richtig gehört. Auf dem Mond als Spiegelbild der Erde verbirgt sich etwas, ja, Großes, etwas Unglaubliches. Ein Abbild des angeblich längst vergangenen Kontinents Pangäa. Das Land der Drachen. In diesem Video tauchen wir ein, wie sich diese urzeitliche Landmasse auf dem Mond manifestiert. Keine Illusion, sondern ein faszinierendes Puzzlestück unseres Planeten. Seid gespannt, viel Spaß und los geht's. Ja, wir alle kennen die Geschichte. Pangäa, 200 Millionen Jahre ist es her, da waren alle unsere Kontinente, die wir kennen, ein großer Subkontinent oder ein großer Superkontinent namens Pangäa. Ja, diese Kontinente oder dieser Superkontinent war ja unser Vorfahren der heutigen Kontinente und durch tektonische Verschiebung sind erst Laurasia und Gondwana entstanden und danach unsere bekannten Kontinente. Das ist die offizielle Geschichte. Ja, hier sehen wir es auch nochmal auf dem Globus. Das Bild entspricht ungefähr der Qualität der wirklich echten Bilder der NASA, die man so findet. hier sind wir auch 217 Millionen Jahre ist es her. Sehr, 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 sehr lange da. Wundert es mich, dass die NASA hier so ein echtes Foto hat. Wahrscheinlich war damals schon das Hubble-Teleskop einfach mal umgedreht worden, um die Erde zu fotografieren. Muss man sich sowieso fragen, warum das heute nicht geschieht. Aber gut. Ja, das ist die offizielle Geschichte. Wissen wir alle, müssen wir mit Vorsicht genießen. Hier haben wir eine weitere Karte von Pangäa. Ja, immer diese Halbmond-Halbsichelform. Vielleicht der ein oder andere wird schon wissen, worauf es, ja, der sich mit der Mondkarte auskennt, der wird vielleicht sogar schon drauf kommen. Dann haben wir hier ein paar Karten, die ich gefunden habe. Pangäa, ja, wir haben immer so dieselbe Form. Und hier haben wir dann die guten Dinosaurier. Ja, da fragt man sich ja auch, was da los ist, wenn man da sich ein bisschen damit beschäftigt. Das Extremste war ein Tyrannosaurus Rex Skelett, was in einem Museum aufgebaut wurde, wobei nur der Zahn gefunden wurde. Ja, alles andere ist quasi um den Zahn drumherum gebaut worden. Da muss man sich auch fragen, was los ist. Ja, also 251 bis 201 Millionen Jahre ist es her, als unsere Kontinente so aussahen. Wir haben auch eine schöne Karte, die gefällt mir ganz gut von der Art und Weise her. Ja, hier haben wir so ein bisschen die vier Ecken, ja, die Winde vielleicht. Aber gut, hier sind wir auch mit bei den Dinosauriern, auch 250 bis 200 Millionen Jahre ist es her. Ja, dieser Kontinent ist in so einer Form auf dem Mond zu finden. Hier sehen wir diese Halbsichelform. Ja. Dann haben wir hier unsere bekannten Kontinente. Vier ist Australien. Was soll ich dazu sagen? Dann hat er die Karte vom Mond, beziehungsweise das Abbild vom Mond von Terra Vista hier übertragen und ein bisschen eingezeichnet mit den Höhen und den Tiefen, die ja auch am Mond abzulesen sind. Und damit haben wir die Pangäa-Map, die Pangäa-Karte. Dieses auf dem Mond zu finden, ja, 21.500 Kilometer bis nach Amerika, 2.000 Kilometer bis nach Atlantis, Afrika 3.500 und Australien 23.500. Und das war im Zeitalter des Leo, des Löwen, 11.000 bis 13.000 Jahre ist es her. Ihr könnt euch daran erinnern, wer die Folgen von Schwingung auf Kosmos oder Schwingung des Kosmos verfolgt, der weiß, dass im Mond diese Bodenepochen existieren und sozusagen der warme Bereich durch die Bewegung des magnetischen Nordpols sich weiter bewegt. Da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Aber ja,
Zufall, dass man unsere Kontinente auf dem Mond erkennt und auch Pangea, was Terra Vista ist. Ja. Ja, Pangea, was ja, die ganze Erde bedeutet, ist Terra Vista, aber halt eben nie Millionen Jahre oder viele Millionen Jahre vor unserer Zeit, sondern in der Epoche des Löwen. Ja. Der Kontinent war zu einer Zeit mal der einzig ja, belebte Kontinent, der einzige Kontinent, wo Leben möglich war. Alles andere war im Eis. Und der ist immer noch da. Wir nennen ihn Terra Vista. Und zurzeit ist er einfach im Eis gefroren. Ja, hier haben wir nochmal ein paar Karten gegenübergestellt, ne, um einfach die Ähnlichkeit nochmal herauszustellen. Ja, also die Ähnlichkeit ist, wie gesagt, verblüffend. Es gibt ein paar kleinere Unterschiede, aber das schiebe ich einfach mal darauf, dass ja, diese Karten hier über Jahrmillionen existieren, beziehungsweise ja, kartografiert wurden in irgendeiner Art und Weise, aufgearbeitet wurden in irgendeiner Art und Weise. Und das auf dem Mond ist das wirkliche Abbild. Ja, Terra Vista ist Pangea. Boom. Mein Kopf explodierte, als ich das gelesen habe, wo ich mir Buch 5 angeschaut habe. Und Wahnsinn. Ja, wie kommt es zustande? Wir gehen einfach mal zurück in der Zeit, ja. Was letztendlich wieder zurück in die Zukunft ist, denn irgendwann wird es wieder so sein, dass Pangea der einzige Kontinent ist, der belebbar ist. Wir haben hier dunkel eingezeichnet, die Kontinente, die wir kennen: Südamerika, Nordamerika, Australien, Afrika. Und hier in der Mitte ist der magnetische Nordpol, da wo Hyperborea ist. Ja, und dieser Bereich wandert und zwar hier herum, weil der magnetische Nordpol in einer Kreisbahn wandert. Hier haben wir das Abbild von jetzt bis vor 2000 Jahren, also unsere Zeitrechnung sozusagen, wo Pangea bzw. Terra Vista komplett im Eis liegt. Das heißt, dort herrscht die Eiszeit und wir sind der belebbare oder ja, belebbare Bereich der Erde. Da gehen wir noch ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit. Das hier sind wir bei 2000 bis 4200 Jahre vor dem Jetzt. Und da sehen wir schon, wie der südliche Zipfel von Südamerika langsam im Eis verschwindet und auch südlich von Australien das Eis immer näher kommt und wahrscheinlich die Eiswand sich dort einfach wächst, weiter ins Land hinein, bis es dann das Land verschluckt und über das Land wächst. Ja. Gehen wir weiter zurück in die Zukunft. Hier sind wir auf der Erde 4200 bis 6400 Jahre vor dem Jetzt. Und da sehen wir schon, wie Südamerika und ein Stück von Nordamerika langsam im Eis verschwindet. Australien haben wir langsam ja, verloren. Und hier sehen wir, wie Terra Vista immer mehr belebbar wird. Ja. Dieser Fakt, dass das wandert, erklärt die Eiszeit. Ja. 11.000 Jahre vor 11.000 Jahren war unsere komplette Welt in Eis bedeckt. Ja. Hier sind wir bei 6.400 bis 8.600 Jahre. Wir sehen schon, wie ja, Australien komplett im Eis ist. Dann haben wir Amerika komplett im Eis. Hyperborea ist gerade so noch am Leben. Ist demzufolge vom Eis befreit worden, war habitabel und landet jetzt so langsam wieder am Eis. Also dort könnte man von Nordamerika über Hyperborea, könnte man langsam mitwandern als Zivilisation und sich dann in Pangea breit machen. Wer weiß, ob das vorher schon mal irgendwann passiert ist, lässt sich so nicht sagen. Hier sind wir 8600 bis 10.800 Jahre vor dem Jetzt. Und da sehen wir, dass ja, unsere Welt schon komplett im Eis liegt. Und 10.800 bis 13.000 Jahre vor dem Jetzt sehen wir, dass Pangea der einzige Kontinent war, der belebbar war, wo
Leben möglich war, denn unsere bekannte Welt liegt komplett im Eis. Was für mich noch überraschend ist, sind hier dunkle Punkte. Ich weiß nie, was damit gemeint ist. Hier haben wir auch noch welche. Sind das vielleicht Bereiche, die noch aus irgendwelchen Gründen, aufgrund von vielleicht heißen Quellen von unten belebbar sind? Das ist mir nicht ganz schlüssig. Diese Punkte gibt es auch in Pangea. Das ist wie gesagt für mich nicht ganz schlüssig. Falls jemand eine Idee hat, was das sein könnte, kann er mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Und hier haben wir eine weitere Erklärung dazu. Ja, zu der Zeit war die bekannte Welt Pangea. Ja, denn der magnetische Norden wandert und zieht Sonne und Mond mit sich mit. Und dadurch auch den warmen Bereich, die Sommerepoche. Und die Sommerepoche war vor 10.800 bis 13.000 Jahren über Pangea. Da haben wir hier den tropischen Bereich. Pangea hatte alle Klimazonen vom arktischen Bereich über Temperate, dann subtropisch, tropisch, subtropisch und wieder Temperate-Bereich, ja, und wieder der subarktische Bereich. Unsere Welt war komplett im Eis. Ja, wir hatten also quasi einen großen Kontinent mit allen Klimazonen oder Klimatypen und der einzige Kontinent auf der Erde, der ja, für Leben geeignet war. Ja, Pangea ist Terra Vista. Pangea ist Terra Vista. Ja, wie gesagt, Vibes of Cosmos ist für mich eins der logischsten und schlüssigsten Erklärungen für Eiszeiten, Schlammfluten, alte Zivilisationen, alte Gebäude etc. Besser zu erklären als alles, was ich da draußen finde. Und ich habe schon einiges gefunden, auch total aberwitzige Sachen. Ich finde, das muss viel mehr in die Köpfe der Leute, ist zumindest meine Meinung, denn hier ist alles logisch in sich schlüssig. Ja? Ob es nur 100% so ist, wage ich zu bezweifeln, denn wir sind hier unten, die Karte ist da oben, es ist schwierig, diese Dinge zu beweisen, aber wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Indizien und eine ganze Reihe an ja, Zufällen, und da ich nicht an Zufälle glaube, denke ich, ist hier einiges an Wahrheit drin, wenn nicht sogar mehr, als man überall anders findet. Ja, und wie gesagt, durch diese Bodenepochen, durch das Wandern der warmen Zone, erklärt sich Pangea. Es erklärt sich die Eiszeiten, die existiert haben. Es erklären sich Schlammfluten, Veränderung der Küstenlinien, Veränderung der Meereslinien. Es erklären sich alte Gebäude, die noch existieren. Nur mal als Beispiel, Pyramiden wären in der Zeit, wo Pangea habitabel war und auf unseren Kontinenten gebaut worden sind, im Eis konserviert. Ja, also perfekt konserviert, im ewigen Eis. Wenn dann unsere Zone wieder habitabel wird, haut alles auf. Was passiert? Es entstehen Fluten an unterschiedlichen Orten der Kontinente. Es werden alte Küstenlinien und Meereslinien verändert, weil sich die Landmassen unterschiedlich verschieben. Also es ist nicht so, dass alles zur selben Zeit passiert, sondern zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Größen und Zeiträumen. Es verändern sich dadurch die Flussläufe. Umso wärmer es wird, kommen wir von einem tropischen grünen Bereich zu einer Wüste wie in der Sahara, wo nachweislich mal tropisches Wetter entstanden hat. Die Pyramiden tauen auf, beziehungsweise denken wir an die bosnischen Pyramiden, sie wachsen zu mit Vegetation. Dann wird es dort wieder wärmer, die Vegetation stirbt ab und die Pyramiden zeigen in Wüstenform wie in Ägypten wieder ihre Schönheit. Ne? Das Ganze, die ganzen Schlammfluten, die existieren haben, die Gebäude standen vielleicht, wurden vom Schlamm teilweise vergraben an unterschiedlichen Orten, denn nicht überall sind diese alten Gebäude
haben dann diese Gebäude noch mehrere Stockwerke nach unten, die im Schlamm versunken sind, oder Straßen, die im Schlamm versunken sind. Auch das ganze Tartaria-Phänomen, was dort erklärt wird, es wird erklärt, eine große Zivilisation, weltweit hochtechnologisch. Wenn wir die drei Faktoren uns genauer mal anschauen, dann ist das genau das, was die Knechte der Finsternis möchten. Und zwar eine Weltregierung, hochtechnologisiert und ja, die ganze Welt zusammen. Daher ist für mich dieses Tartaria-Phänomen zwiespältig zu betrachten. Vor allem, da dort gesagt wird, überall sind die Gebäude gleich auf der Welt. Das ist korrekt, dass viele Gebäude gleich sind, aber es sind auch viele Gebäude unterschiedlich. Betrachten wir mal Burgen und Schlösser. Betrachten wir Pyramiden. Die Pyramiden sind komplett andere Baustile und Gebäude als der Kölner Dom. Eine sogenannte mittelalterliche Burg mit ihren Zackentürmen ist ein völlig anderes Gebäude als die Semperoper in Dresden. Das haut dort nicht hin. Also genauso viele Gebäude, die gleich sind, finde ich auch, die unterschiedlich sind. Und wenn ich mir Gedanken über gleiche Gebäude mache, gehen wir mal davon aus, französischer Architekt, ich bin mir nicht sicher, wer es gebaut hat, französischer Architekt hat den Arc de Triomphe gebaut. Und in Südamerika, in Brasilien, denken sich, oh, den leihen wir uns aus, den Architekt, der soll hier auch so ein Gebäude in dem Baustil bauen. Dann haben wir in komplett unterschiedlichen Regionen der Erde ein Gebäude vom selben Baustil. Warum soll das nicht damals auch so gewesen sein? Das heißt, eine weltumspannende Zivilisation halte ich für Quatsch, denn das Dezentrale, das Regionale, das Lokale ist das, was die Kultur ausmacht. Und wenn eine Zivilisation intelligent ist, weiß sie das und lässt diese Lokalität zu. Jede Sippe verwaltet sich selbst. Und die Sippen sind vereinigt in einem Staat. So ist der grundsätzliche Ansatz. Lange Rede, kurzer Sinn. Für mich ist mein Hirn explodiert, als ich das hier gesehen habe. In den nächsten Folgen werden wir über Tornados, Vulkane und sowas sprechen, denn wie wir hier sehen, sind tektonische Verschiebungen ja auch erfunden. Und ohne tektonische Verschiebung ist auch die Erklärung für beispielsweise Vulkane weg. Vibes of Cosmos hat in den nächsten Folgen eine Erklärung, wie diese Vulkane entstehen. Lasst mir mal den Daumen nach oben da, damit das Video durch den YouTube-Algorithmus nach draußen gebracht wird. Kommentiert, was das Zeug hält. Und wenn es nur ein Smiley ist, würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht den Smiley, wo das Hirn explodiert, falls ihr genauso fühlt wie ich bei diesem Thema. Ansonsten danke ich euch vielmals, dass ihr den Schwingungen des Kosmos folgt, mir folgt, mir zuhört. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.